Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Wir haben in der letzten Folge Fenrir besiegt, zumindest gehe ich davon aus, dass es Fenrir war. Und wir müssen natürlich weiter in den Berg, denn wir wollen Dillians Seele retten und dazu müssen wir Hel höchstpersönlich herausfordern. Und da müssen wir jetzt auch irgendwie erstmal noch hinkommen. Deswegen, ja, das ist ein großes Feuer. Müssen wir natürlich weiter. Aber guck mal, wir können ja einfach runterspringen. Theoretisch. Ich glaube, das wäre nicht so gut, aber naja. Ich glaube, wir sollen da runterspringen. Nee, dann nicht. Hä? Mother, I won't let the darkness trick me again. No. I know you're safe with the gods. Wo? Da hinten? Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Dort? Secrets that even I can't see. Ja, warum ist jetzt Feuer auf einmal an? I'm here for Dillian. Komisch. I will fulfill my vow, whatever the cost. Ja, okay. Kann ich mir eine Fackel anmachen? Ne. Was wird geschehen, wenn sie Hela gegenübersteht? Das ist genau die Frage. Warum geht das nicht auf? Warum ist hier oben eine Brücke über mir? Warum sind hier so viele Brücken? Warum komme ich nicht weiter? Fragen über Fragen. Ach, okay. Da hinten ist anscheinend eine Leiter, dann werde ich die mal benutzen. Ich glaube, das ist das, was das Spiel möchte. Gut. Das Problem ist, hier sind sehr viele Leitern, sehr viele Türen, sehr viele Treppen, sehr viel alles. Treppen sind ja eigentlich bisher gar nicht, habe ich zumindest nicht gesehen. Aber hier gibt es bestimmt auch Treppen. Brücken und Leitern ohne Treppen, das geht nicht. Deswegen werden die hier auch irgendwo zu finden sein. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch keine Angst mehr vor der Dunkelheit haben, weil wir haben sie ja besiegt, ne? Läuft. Okay, ich komme da rüber, ich komme aber auch da hoch. Aber ich kann doch da lang, oder nicht? Ich weiß halt nicht genau, wo ich hinkomme. Ich könnte halt auch nach oben laufen. Das kann natürlich... Es kann genau der gleiche Weg sein. I don't fucking know. Wahrscheinlich ist es auch der gleiche. Nee, hier komme ich nicht lang. Okay, jetzt kann ich über die Bridge. Ich muss diese Brücke reparieren. Hexenwerk. Ja, aber wie mache ich die ganz? Moment, mach ich gleich. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Muss auf jeden Fall höher kommen. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Okay. Ich bin mir nicht sicher, muss ich die von mehreren Stellen reparieren oder nur von einer einzigen? Gibt es eine Stelle, wo man das reparieren könnte eventuell? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da fehlt ja doch ganz schön viel. Naja, wobei bisher passen die Stücke alle auch überhaupt gar nicht rein, ne? Das heißt, wir gehen mal noch ein Stückchen höher. Vielleicht ist hier genau das Richtige. Örtchen.
Naja, irgendwie auch nicht. Ah, geht okay, doch. Step by step. Ooh, baby. So. Stück für Stück. Zum Glück. Das heißt, ich muss jetzt noch ein Stückchen weiter nach oben irgendwie kommen. Oder woanders nach oben kommen. Sagen wir es so. Weil zwei Stück... Oder kann ich da jetzt theoretisch drüber springen? Das ist halt die Frage. Könnte ich da rüber springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber... Nein. Das ist definitiv zu weit. Okay. Die Tür ist zu. Wie komme ich hier nochmal... Wie komme ich jetzt hier eigentlich weg? Hier lang. Dann werde ich wieder hier rübergehen und die Treppe da oben benutzen. Und wir probieren einfach, ob... Ja, die mich woanders hin guidet sozusagen, wo ich... wieder ein Stück der Brücke repariert bekomme. Denn anscheinend ist das tatsächlich so, wenn ich über diese Brücke gehe, stehen wir hell von Aug zu Aug, Angesicht zu Angesicht gegenüber. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Okay. Das sieht mir doch ganz danach aus, ob man wieder kämpfen muss. Nee, doch nicht. Also wobei, vielleicht doch. Aber ich muss erstmal in die Richtung. Wir müssen die Brücke reparieren. Sonst kommen wir leider nicht drüber. Kann man von hier irgendwas machen? Nee, kann man leider nicht. Okay. Weil die Stücke woanders sind. Ich müsste eigentlich über die Brücke kommen. Ich müsste auf die andere Seite. Das bringt mir ja gar nichts. Das ist ja geil. Aha. Gut, ja, jetzt bin ich hier, aber es bringt mir nichts. Hm. Ne, 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 das kann nicht sein. Oder das war nur für die beiden Sachen, aber das ist doch Quatsch. Warum kann ich hier hin? Warum kann ich hier hin, wenn es mir nichts bringt? Bringt es mir wirklich nichts? Das ist, glaube ich, die Frage, aber es scheint nicht so. Es gibt keinen, also hier oben zumindest, keinen einzigen Punkt, wo ich sage, oh ja, das könnte jetzt was bringen. Der Winkel ist ja komplett falsch hier. Kann jetzt höchstens gucken, hier ist nichts, also gehen wir wieder runter, okay. Obwohl ich nicht glaube, dass wir einfach so nach oben können. Hm. Ist da vielleicht irgendein Hebel, ich guck nochmal. Ich muss nochmal nachgucken. Vielleicht ist hier irgendein Hebel, irgendein Schalter, irgendetwas. Was zum Beispiel die Tür öffnet. Damit ich durch dieses Metalltor kann. Um dann wieder irgendwo anders hinzukommen. Es sieht mir nicht danach aus, ehrlich gesagt. Vor allem hier sehe ich absolut gar nichts. Da kann man halt auch überall noch hin. Wie komme ich da hin? Obwohl, warte mal. Das ist doch auch... Doch, natürlich kann ich die reparieren. Eieieiei, das ist doch auch ein Stück der Brücke. Jetzt fehlen mir nur noch die Stücke da hinten. Ja, zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Ich habe mich nämlich nur auf den hinteren Teil der Brücke gerade konzentriert und gar nicht auf den vorderen Teil. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Du kleiner Penner. Da wollte er mich aber einfach attackieren, ne? So. Okay. Nein. So. Naja, behind me am Arsch, Junge. Oh, au.
Steh auf. Steh auf. Okay. Warum kann er jetzt eigentlich mitkommen, der Sack? Der soll sterben. Wenn ich Fokus benutze, dann hat er tot zu sein. Oh, den habe ich nicht gesehen, den Penner. Da haben die Stimme aber auch nicht wirklich geholfen. Eieieiei. Ich glaube, hier ist noch einer, ja. Hier ist noch einer. Hier sind ein paar mehr Gegner gerade auf so sehr kleinem Raum. Da ist er. Shit. Ah, fuck. Jetzt hat er mich natürlich wieder getroffen. Und sie ist nicht aufgestanden. Fuck, ich bin gestorben. Ich glaube, erst das zweite Mal. Trotzdem ist das natürlich sehr ärgerlich. Da bin ich schon öfter gestorben. Da ist sie halt nicht mehr aufgestanden, die blöde Kuh, ne? Muss man ganz klar sagen, war doof. Habe ich die repariert schon? Ist das schon in dem? Oh Gott, wo bin ich denn hier? Och, nee, doch. Warte mal, hä, wo ist die Brücke hin? Oh, ich bin wieder hier. Ist dein Ernst? Okay. Der Teil der Brücke ist noch nicht repariert. Das heißt, ich muss wieder hoch, muss das wieder reparieren. Alles klar. Ja, das ist natürlich nervig, dass sie nicht hochging. Das ist sehr blöd. Muss ich mir das, glaube ich, auch wieder anhören, ne? Na gut, wir haben es schon einmal gehört. Das heißt, ich kann jetzt drüber labern. Oh, das war ärgerlich. Verdammt, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann ein richtiges Timing haben muss, damit sie wieder aufsteht. Falls ja, hatte ich es leider nicht. Ich wurde niedergestreckt. Sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht, wie oft darf oder kann man sterben, bis sozusagen der Spielstand gelöscht wird. Also wenn man zu oft stirbt, wird der gelöscht. Auch wenn man das Spiel durch hat, wird der Spielstand gelöscht. Naja. So, auf jeden Fall reparieren wir jetzt hier erstmal wieder das Brückenstück. So. Jetzt wissen wir ja Bescheid. Wir werden angegriffen von vielen, 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 vielen Gegnern. Jetzt sind wir bereit. Wir sind quasi prepared. Das heißt, der erste Schlag ist nicht seiner. Und auch nicht seiner. Muss halt nur gucken. Falls hinter mir was ist. Muss halt vielleicht auch mal ein bisschen drauf hören. Dass ich das höre. Aber ich hab geblockt. Von daher kann er mich mal am Arsch lecken, der Penner. Ich will eigentlich, ehrlich gesagt, gegen ihn gar nicht das einsetzen. Ich würde es mir gerne ein bisschen aufsparen. Wenn ich ganz ehrlich bin, zumindest. Weil ich weiß auch gar nicht, ob während ich gegen ihn kämpfe noch so einer kommt. So, egal. Erstmal blocken. Blocken ist erstmal gut. So. So. Und nochmal schön zwei fette Hiebe. Okay. Okay. Mann, ihr Penner. Warum sind das eigentlich gerade so viele von denen? Ich möchte ja nichts sagen, aber ich finde es ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, kannst du wieder haben, den Scheiß. Den will ich nicht. Und so. Ja, ja, ich guck, look doch behind me, Junge. Mädchen. Ne. So. Alle tot. Puh, sehr gut. Ach, guck mal, das Tor ist zu. Schweinerei. Hat irgendjemand einfach das Tor zugemacht. Aber jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut, der Kampf. Es ist schon ein cooler Kampf. Ich mag die Kämpfe irgendwie. Sind halt sehr. Sind natürlich
jetzt nicht sehr random, sie kommen immer an der gleichen Stelle und es sind auch immer die gleichen Gegner, aber ich finde sie einfach mega gut inszeniert, ne? Ich finde es echt mega cool inszeniert einfach. So, den haben wir. Die Frage ist, oh, das ist auf. Nee, das war gerade auch schon auf. Bullshit. Hä? Achso, von da komme ich gerade. Alter, ich bin gerade mega hart verwirrt, ne? So, nun ist aber das Problem. Wie geht es weiter? Ich muss ja noch zwei Brückenstellen, sage ich jetzt mal, reparieren. Ich glaube, ich werde in der Folge nicht alles machen. Oder ich werde die Brücke machen, aber dann den letzten Kampf natürlich für die letzte Folge aufheben oder so. Ich denke, das wird die letzte Folge sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber irgendwie so wird das schon sein. Dieses scheiß Tor geht einfach nicht auf. Wie mache ich das auf? Das habe ich schon. Ich will dieses Tor öffnen. Geh auf. Geht nicht auf. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wie komme ich weiter? Ich kann jetzt auf die Brücke. Ich kann auch weit auf die Brücke. Aber ich muss eigentlich da irgendwo hin. Ich kann die Illusion anders leider nicht. Oder kann... Ne, Moment. Ich muss nicht auf der Kette, oder? Was ist das? Moment. Ach so. Wenn da kein Tor ist, mache ich mir selbst eins. Aber wo ist das Tor? Wie komme ich zu diesem Dreckstor hin? Ach so, über den Weg, Leute, habe ich vorher gar nicht gesehen. Alles klar. Kein Problem. Ja, wenn du keinen Weg hast, machst du dir eben einen. So sieht's aus. Kann ich hier schon irgendwas reparieren? Na, ich weiß es nicht. Na, wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Na gut, dann gehen wir mal runter. Auch hier erwarte ich jetzt einfach mal ein paar Kämpfe. Okay, es gibt mehrere Wege. Es geht da wohl lang. Ah ne, da ist einfach nur wieder so ein Stein. Okay. Hören wir uns mal an. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell. And the heavens will split open. Ja. Das ist Ragnarok. Sozusagen die letzte Entscheidung. Die Entscheidung Schlacht. Der letzte Richterspruch. Wie auch immer. So, ich öffne mir mal das Türchen, weil ich denke, damit komme ich dann einfach schneller zurück. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man auch ein bisschen was über die nordische Mythologie einfach im Allgemeinen natürlich erfährt. Über verschiedene Götter, über gewisse Geschichten wie Ragnarok und solche Sachen. Ich denke, guck mal hier, da können wir durchgucken. Manchmal haben sie bei manchen Sachen nicht so wirklich aufgepasst. Jetzt geht es zum Beispiel nicht mehr. Naja. Manchmal geht's, manchmal nicht, da kann man auch ein bisschen leicht wieder durchgucken. Und da siehst du dann, dass das Level einfach dahinter nicht mehr weitergeht. Aber ist ja normal. Also bei vielen Spielen ist das ja so. Okay. Das letzte Ding. Und ich vermute, hier müssen wir abermals kämpfen. Das sieht jetzt schon sehr verdächtig nach Kampf aus irgendwie. Nee, nee. Oh, nö. Arschkekse. Warum kann ich hier nicht zur Seite ausweichen? Was ist das für ein Scheiß? Dann halt in die Richtung. Wenn es in die eine Richtung nicht geht, dann halt in die andere. Oh Gott. Da ist noch einer. Okay, der eine ist tot. Naja. Zwei von denen, kein Problem. Ich könnte jetzt rein theoretisch natürlich meinen Fokus nutzen, will ich aber nicht. Ich spare den mal ein bisschen auf. Und wer weiß, vielleicht kommt noch ein Dritter oder so. Oder einer, wo ich es wirklich brauche. Okay, ich muss meinen Fokus aber benutzen. Sonst kann ich ihn nicht töten.
Ach, shit. So. Ist er tot? Jo. No. Nicht so, mein Freund. So, ist noch einer da? Ne, okay. Das meine ich. Mega gut inszeniert einfach. Ich find's gut. Ja, mir gefällt's. Sind auch nicht sonderlich schwer, okay, aber trotzdem, ich feier's. Ich find's mega nice. The bridge is ready. Okay, da wir jetzt schon den Kampf hatten, wird jetzt wohl nicht noch ein Kampf kommen. Hoffe ich. Gut. Und damit haben wir diese Brücke repariert. Ich werde jetzt nochmal runtergehen zur Brücke und ich glaube, da werde ich die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann über diese Brücke hinfortschreiten, wo auch immer sie uns hinführt. Entweder einfach in ein nächstes Areal oder nach Hell. Oder zu Hell. Nach Hell, zu Hell, man weiß es nicht. Es wird höllisch. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ist egal. Hell hört sich halt an wie Hell, ne? Bin echt gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Warum ist die Brücke da oben? Achso, weil wir hier runtergelaufen sind, richtig. Ich bin gespannt, ob wir jetzt zu Hell kommen oder nicht. Hier muss ich überhaupt nicht hin. Warum bin ich hier? Moment, hä? Ich bin ganz woanders. Komisch. Ich bin anscheinend nicht den... Moment. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wie komme ich zurück? Achso, vielleicht sollte ich den Weg hier nehmen. Könnte helfen. Hä? Achso, das ist eine, stimmt, hier sind ja ganz viele Brücken. Ich muss 100 Pro noch durch die anderen Brücken durch, weil das wird nicht der direkte Weg sein. Ich werde hier rüber gehen durch diese und dann bin ich bestimmt irgendwo anders und muss über eine andere Brücke. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Haut rein.